Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute starten wir eine Karriere mit Juventus Turin. Ich kann ja eigentlich auch schon sagen, dass das meine erste Karriere ist, obwohl ich schon sehr viele Karrieremodus-Folgen auf YouTube hochgeladen habe. Aber das waren alles keine richtigen, Projekte oder auch Folgen oder auch Serien oder was auch immer, wie man das nennen mag. Weil ich habe höchstens 5 Folgen von so einem Karrieremodus dann hochgeladen und ihn dann nie wieder angefasst. Aber diese Karriere soll ganz anders ablaufen. Und zwar soll diese Karriere bis zum Release von FIFA 19 laufen. Und zwar jede Woche mindestens 3 Folgen, wenn nicht sogar mehr. Und ja, das könnte ein bisschen anstrengend sein, aber ich habe ja jetzt hier 6 Wochen Ferien bald und ich denke, das wird schon leicht. Also zwar und nicht leicht, weil ja trotzdem ist hier ein Stress da, weil ich auch mal Freizeit brauche, aber ja, es ist jetzt auch warm, ne? Also das kann schon anstrengend werden hier in meinem kleinen Zimmer. Und es gibt heute in der ersten Folge auch keine Facecam, weil ich habe es gerade schon angesprochen. Es ist einfach zu heiß und jetzt hier eine Facecam zu machen, ja, das wäre scheiße, ne? Aber ich habe jetzt viel zu lange gelabert. Fangen wir jetzt halt einfach mal an mit dem Karrieremodus mit Juventus Turin. Während ich kurz mal hier Juventus Turin suche, kann ich euch schon mal was sagen. Und zwar habe ich transferierte Spieler hier schon in den Karrieremodus hinzugefügt. Und zwar zum Beispiel Alisson, der zu AS Rom gewechselt ist. Oder Mahrez, der zu Manchester City gewechselt ist. Lemar, der ja zu... Keine Ahnung, wohin der gewechselt ist, aber auf jeden Fall glaube ich auch in die Premier League irgendwo oder vielleicht auch in die Serie A. Kann auch sein, dass er zu PSG, Atletico Madrid war es. Oder auch Naby Keita, der zu Liverpool gewechselt ist. Oder auch, was für uns wichtig ist, Cristiano Ronaldo. Natürlich auch noch so Pierin oder so. Ist auch hier bei Juventus Turin. Also ich habe schon viele Transfers hier getätigt in FIFA. Beziehungsweise halt, wieso gebe ich jetzt hier Pierin ein? Natürlich gebe ich hier Luki Pierni ein. Also, ja, das ist also bester Trainer EU West. Bevor es noch hier losgeht, ich will noch kurz ein paar Infos zu der Karriere sagen. Und zwar werde ich nur sehr wenig bis gar keine Spiele spielen, also selber spielen, dass ich in-game auch bin, sondern alles nur simulieren wahrscheinlich, weil es einfach nur ein Experiment ist, ob Ronaldo halt der alten Dame in der Champions League helfen kann. Aber wir dürfen natürlich auch Spieler kaufen, also es ist jetzt nicht so, dass wir hier mit derselben Mannschaft im Jahr 2020 noch rumlaufen, also so ist es nicht. Aber natürlich dürfen wir auch Spieler verkaufen, um halt auch schnellstmöglich das Triple zu holen, weil das halt auch mein Ziel ist. Aber ich werde auch nur höchstens 4 Saisons simulieren, weil wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, dann ist Ronaldo einfach wahrscheinlich entweder schon wieder in Ruhestand gegangen, also zurückgetreten, oder er hilft einfach Juventus Turin gar nicht. Aber dann sollten wir eigentlich auch schon kurz vorm FIFA 19 Release stehen. Aber jetzt gehen wir einfach mal rein in die Karriere. Und da sind wir auch schon angekommen im Karrieremodus mit Juventus Turin. Und das erste, was ich mache, ist jetzt direkt hier die Aufstellung zu ändern. Und zwar wechseln wir direkt auf die 4-3-3 Offensiv und packen hier natürlich alle Neuzugänge rein. Zu einem natürlich hier Cristiano Ronaldo. Also ich habe natürlich auch die Abgänge von Juventus Turin gemacht. Und ja, Buffon ist nicht mehr da, kommt halt Perin in den Kasten. Für Emre Can ist hier leider noch kein Platz. Aber ich denke, wenn der sich ein bisschen entwickelt, dann sollte der auf jeden Fall da schon drin stehen. Ja, und so wird wahrscheinlich hier alles ausschauen in Zukunft. Okay, ja, wir werden natürlich schon noch ein paar Ersatzspieler holen, aber ist auf jeden Fall schon eine Aufstellung, mit der man die Champions League gewinnen kann. Aber ja, vielleicht wird auch Barcelona oder so bessere Transfers und bessere Spieler dadurch auch haben. Was ich aber natürlich auch machen werde, ist natürlich das Training. Vor allem bei Spielern, die wir halt auch in Zukunft brauchen könnten.
Zum Beispiel natürlich die Baller, also der wird halt auch safe auf die 94 kommen und den werden wir auch. Also Training ist ja auf jeden Fall auch angesagt. Also ich werde auch wahrscheinlich die Baller nicht abgeben, bevor der eine 94er Gesamtwertung hat, weil dann bekommst du halt schon ein bisschen mehr, als wenn der nur 88 oder so hat. Und so sieht das Training aus und die erste Einheit wird auch schon simuliert und ja, keiner wird sich verbessern, das ist eigentlich immer so. Und wir haben natürlich auch ein bisschen an Geld zur Verfügung. So, das erste Spiel im Vorbereitungscup steht an gegen Al-Hilal. Ich denke, irgendein saudi-arabisches Team und da ist ein Pflichtsieg angesagt. Also, was anderes erwarte ich auch nicht. Ronaldo mit seinem ersten Tor für Juventus Turin. Nächster Test und das könnte jetzt schwierig werden und zwar gegen die Bayern. Das sind auch ein paar Wunschspieler, die ihr gleich sehen werdet, die ich auf meiner Wunschliste habe. Und vielleicht können wir ja sie besiegen. Nein, es gibt nur 0-0. Ja, kein Sieger. Aber davor noch hier ein Training. Oh ja, ich werde hier jetzt so schnell auch nichts ändern dran an dem Training, aber es verbessert sich bisher eh noch keiner. Wie gerade schon angesprochen, meine Wunschspieler, hier zwei vom Bayern München. Einmal Kimmich für rechts außen, weil mit Cancelo bin ich halt noch unzufrieden. Auch wenn der sich halt noch entwickelt, aber Kimmich, der kann sich noch mehr entwickeln, kann halt einfach vier Positionen spielen. Also den würde ich mir auf jeden Fall holen, wenn ich halt die Zeit, okay, ja nicht die Zeit, sondern das Geld hätte. Ich hab's zwar, aber ja, Boateng würde ich mir halt holen, aber der wird halt so 80 Millionen ungefähr kosten. Und hier für Kimmich müsste ich auch schon so 30 Millionen bezahlen und dann wäre unser Budget halt einfach schon weg. Also Donnarumma brauche ich aber nicht unbedingt. Ich habe ja Szczęsny als Backup für Perrin, aber Szczęsny, ich weiß nicht, ob ich den verkaufen sollte vielleicht. Und dann, falls es halt nicht mit Boateng klappt, dann natürlich Eric Bailly. Dann ist natürlich wieder die Frage, ja, ist es wieder so viel, der so seine Jahre braucht, bis er so an die Leistung oder an die Gesamtstärke von Boateng ankommt. Also natürlich will ich Jerome Boateng mir kaufen, wenn ich die finanziellen Mittel hätte. Aber er ist halt schon 28. Eric Bailly ist halt 23. Er ist 32 Jahre alt, wenn wir die Karriere beenden werden. Und dann wird er schon wahrscheinlich wieder bei 85. Also würde ich für Bailly stimmen und dann könnten wir uns Kimmich auch noch holen. Ihr könnt gerne Transfervorschläge in die Kommentare schreiben und ich probiere es jetzt nochmal zum Abschluss der Folge hier, diese zwei zu verpflichten. Wenn nicht, dann machen wir das einfach nächste Folge wieder. Ja, dann probier's mal und wir sehen uns gleich, falls ein neuer Transfer durchgeht. So, 32,5 Millionen könnten wir jetzt hier für Kimmich zahlen. Kimmich spielt ab sofort für Juventus Turin und verdient 80.000 in der Woche und ist jetzt auch unser neuer Rechtsverteidiger. Ja, und dann probiere ich es mal hier bei Eric Bailly und ich denke sogar, da wird es schwierig. Aber ich denke mal, das schaffe ich. 64,5 Euro müssen wir für Eric Bailly zahlen. Und der Transfer geht durch. Eric Bailly ist jetzt unser neuer Innenverteidiger bei Juventus Turin und wird uns auch hoffentlich helfen zum Champions League-Triumph. Ja, und so würden wir dann in nächster Zeit auftreten mit dieser Defensive. Sollten wir wahrscheinlich auch unschlagbar sein. Bis auf meinen Keeper, da bin ich immer noch nicht zufrieden mit Perrin, weil der ist jetzt auch 24. Der hat jetzt nicht mehr so eine große Entwicklung. Ich weiß zwar nicht sein Potenzial, aber ich denke, der sollte höchstens auf eine 86 kommen. Und naja, da brauchst du schon so einen 89er Keeper hinten. Mittelfeld kann man sich bisher auch noch nicht beschweren. Aber Sturm, ne, also ist Katastrophe, weißt, ne, also 94er, 90, 88 und der 94er Potenzial, ja, scheiße, ne, also, Kappa. Ja, also, der Sturm ist halt unschlagbar, also gegen diesen Sturm kannst du nichts machen in der Defensive, der muss zerficken, Alter. Junge, wenn der in der Liga nicht über 75 Tore schafft, Alter, dann friss ich Besen, Alter, weil das ist
ist unmöglich. Ja, und dann war es das auch von der ersten Folge der Juventus Turin Karriere heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst doch nochmal ein Like da. Und natürlich ein Abo, um mich zu unterstützen. Und seid auf jeden Fall auch bei der nächsten Folge am Start. Die kommt dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Auf jeden Fall jede Woche 3 Folgen von dieser Karriere. Vielleicht auch mal 4, vielleicht auch mal 5, vielleicht auch mal nur 2. Ich weiß es noch nicht, ich kann es noch nicht einschätzen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und ein Abo. Haut rein. Ciao.